Ja, guten Tag. Mein Name ist Philipp Müller. Ich arbeite seit 2,5 Jahren circa bei der Hirschmann Automotive GmbH in der IT und bin verantwortlich für Supply Chain Planungsprozesse und möchte euch heute kurz etwas über unser IBP Sales Planning Projekt erzählen. Das wäre eine kurze Übersicht von der Präsentation, kurz ein paar Worte zum Hirschmann allgemein. Projektziele, dann wie wir quasi den gesamthaften Sales-Prozess in drei Teilprozesse aufgeteilt haben. Kurzes Look and Feel, der Projektansatz, da wird der Lars Sondergaard von unserem Implementierungspartner Westernacher kurz etwas dazu sagen. Dann etwas zu den Lessons Learned, wie sind wir aus dem Projekt rausgegangen und ganzen allgemeinen Überblick oder Ausblick noch von Hirschmann in Zukunft in Bezug auf Digitalisierung. Jetzt möchte ich einfach für Hirschmann ein paar Bilder sprechen lassen. Ganz kurz ein paar Zahlen, Daten und Fakten zu Hirschmann. Wir haben auf der ganzen Welt 7 Werke, 5.500 Mitarbeiter, erreichten 2019 einen Umsatz von 404 Millionen Euro und haben eine Investitionsquote von 17,6%. Was macht Hirschmann? Vielleicht als ersten Satz: Hirschmann ist quasi von vorne bis hinten in Autos vertreten. Es geht primär um Konnektoren, Hochvoltanwendungen, Standstechnologie, Sensoren und Kabelassemblies. Dann möchte ich ganz kurz ein paar Worte zu den Projektzielen verlieren. Hier ein paar Screenshots aus unserer Situation. Wo kommen wir her? In der Salesplanung war es so, dass wir verschiedenste Tools, verschiedene Z-Transaktionen im Einsatz hatten oder haben oder beziehungsweise ja jetzt hatten. Und wir haben uns auf die Suche gemacht nach einer Lösung, die uns quasi eine Quelle der Wahrheit auch in Bezug auf Daten bietet und die uns eine End-to-End-Planung auch in Zukunft im Bereich Operations Planning, Demand Planning und so weiter ermöglicht. Natürlich hat der Fachbereich vorab oder beziehungsweise als wir das Projekt dann oder das Projekt dann vor in den Startlöchern gestanden ist, haben wir die Anforderungen mit dem Fachbereich zusammen entwickelt und die sind hier quasi schön aufgeführt. Dazu ein paar Worte. Es war sehr wichtig, dass wir in Zukunft eine dezentrale Planungsmöglichkeiten auch für lokale Märkte haben, dass wir einen integrierten Ansatz verfolgen können, um auch in die Organisation das Unternehmen wachsen lassen zu können. Das Thema Langzeitplanung ist sehr wichtig, von der Langzeitplanung in der Mittelfristplanung zu kommen und in eine Kurzfristplanung zu kommen. Die Planungszyklen mussten absolut reduziert werden, die waren viel zu lange. Wir hatten keine Möglichkeiten, Szenarien zu bilden oder Was-wäre-wenn-Analysen durchzuführen. Die Änderungen am System, die mussten sofort sichtbar sein und mussten für jedermann oder jede Frau, die mit dem Tool arbeiten, transparent sofort sichtbar sein. Dann die Daten sollten dann dementsprechend auch so verfügbar sein, dass man sie auf Artikel oder beziehungsweise die Planung sollte so verfügbar sein, dass man auf Artikel beziehungsweise Projekt oder Region planen konnte. Und das Gleiche gilt für Preise. Man hat bis jetzt eigentlich sehr viel mit Mischpreisen gearbeitet und wir wollten das noch genauer auf Kunden- und Marktebene haben. Auch die IT hat ein paar Anforderungen gehabt, dass man vor allem oder war vor allem ein konsistentes Datenmodell. Dann die Implementierung von einem
zukunftssicheren Planungstool, auch im Hinblick auf S4HANA. Und was uns auch wichtig war, war, dass wir vielleicht wieder ein bisschen mehr in Richtung Workflow-basiertes Arbeiten gehen, wo uns natürlich IBP auch die Chance dazu bietet, dass die einzelnen Planungstätigkeiten an einem Workflow festgemacht werden und dementsprechend die Kommunikation in einem Tool erfolgen kann. So, jetzt möchte ich kurz darauf eingehen, wie wir diesen Prozess aufgesetzt haben, eben in Bezug auf drei Teilprozesse. Und da kommt quasi das Datenmodell bzw. die Planungshierarchie standen da ganz am Anfang im Fokus. Und da wird jetzt der Lars Sondergaard ein paar Worte darüber verlieren. Ich kann mich noch sehr gut an diesen Workshop erinnern. Und war sehr spannend. Wir haben anfangs nicht gewusst, genau, was soll das Ganze jetzt, warum ist das so wichtig? Er hat mir immer nur gesagt, Philipp, glaub mir, es wird sehr wichtig sein. Lars, ich würde dich bitten, da ein paar Worte darüber zu verlieren. Vielen Dank, Philipp. Ja, eigentlich beim jedem Kunden, wo wir mit einer IBP-Lösung anfangen, müssen wir reingehen und einfach überprüfen, dass die sogenannten Planungshierarchien komplett sind. Planungshierarchien für uns sind auf Produktebene, Kundenebene, Lokationsebene und in diesem Fall hier auch auf Projektebene. Das heißt, ohne eine konsistenten Hierarchie mit einem 1-zu-N-Verhältnis von den verschiedenen Stufen ist es nicht möglich, wirklich eine aggregierte Planung zu machen, beziehungsweise, was das Wichtige ist, dass wir desaggregieren können. Ja? Das heißt, in diesem Fall hier war es nicht nur wichtig, dass wir den Standarddatenmodell von IBP nutzen, aber dass wir auch Möglichkeiten hatten, Input vom Markt, von die großen OEMs Input reinzugeben, auf sogenannten Planungsstücklisten, dass wir tatsächlich Zahlen über Produktionsvolumen mit reinbringen konnten von verschiedenen Automodellen, dass wir das runterbrechen auf die eigentlichen Hirschmann-Produkte. Wichtig war auch, dass wir Input über bezüglichen Projekte, das heißt, wenn ein neues Modell kommt, wenn neue Teile gebraucht wird von den OEMs, muss das natürlich auch geplant, verifiziert werden und dann auch hochgefahren. Solche Projekte muss man auch mit reinbringen, am Ende natürlich das normale fortlaufende Geschäft, das heißt Teile, dass wir verkaufen. Das heißt, wir haben Input von verschiedenen Kunden, von verschiedenen Größen von Kunden, von verschiedenen Märkten und all das muss zusammenkommen. Zusätzlich ist natürlich auch wichtig, dass dieses Modell auch für die Zukunft, so dass es nicht nur für Vertrieb und Finanz so gebrauchen ist, aber natürlich auch für Produktion und für Einkauf. Das heißt, unsere Rolle als Implementierungspartner ist sicherzustellen, dass dieses Modell hier zukunftsträchtig erweiterbar und dass man auf aggregierter Ebene und detaillierter Ebene planen kann, nahtlos. Danke, Lars, für diesen wertvollen Input zu den Planungshierarchien. Und was in weiterer Folge daraus entstanden sind diese Versionen Budget, Forecast und Sales Planning, die wir dann auch im IBP so abgebildet haben. Und in diesen Versionen betrachten wir unterschiedliche Zeithorizonte. Im Budget wird quasi jährlich gemacht, Forecast vierteljährlich und das Sales Planning wird monatlich überarbeitet. Und diese Zahlen aus dem Sales Planning werden dann in ein externes Demand-Planning-Tool heute noch übergeben. Auf monatlicher Basis und dieses Demand-Planning-Tool wirft dann am Ende des Tages wöchentliche Buckets in die MRP-Planung rein. In der nächsten oder in dieser nächsten Folie sehen wir quasi das nochmal zusammengefasst von einem jährlichen Planungszyklus über vierteljährlich in monatlichen Planungszyklus. Und da ist ganz wichtig, wir bedienen uns verschiedensten Daten aus dem ECC, aus den verschiedensten Modulen und schreiben diese dann nur in die COPA zurück. Von der COPA werden dann auch die Zahlen ans Demand Planning übergeben. Dann ein kurzes Look and Feel, ein paar Screenshots aus unserem System. Wir haben das, wie ich es vorher schon erwähnt habe, es gibt drei Teilprozesse und genauso sehen auch die Templates
ein MVP aus. Wir haben Templates für Budgetplanung, für Forecastplanung und Salesplanung. Quasi, dass sich der Planer von oben nach unten in der Planung schön durcharbeiten kann, das jeweils auf die erwähnten Zeithorizonte. In Bezug auf den Forecast gilt es noch zu sagen, dass wir da einfach auch die Möglichkeit geschaffen haben, einen manuellen Input reinzubringen, weil wir auch in verschiedenen Märkten planen. Und so können wir quasi das Planungs- oder die Planungszahlen plausibilisiert werden, weil wir die Möglichkeit haben, quasi Daten oder Know-how vor Ort mit in die Planung einzubringen. Dieses Ergebnis oder Planungsergebnis von außen, quasi von außen nach innen, kann dann auch in einem separaten Planning Sheet in Excel auf aggregierter Ebene für unseren globalen Planer hier in Rankweil dargestellt und ausgewertet werden. Dann noch ganz kurz etwas oder ja, Look and Feel in Bezug auf das Web-UI. Wir nutzen das Web-UI auch zum Beispiel für Master-Data-Alerts, weil ohne korrekte Stammdaten keine korrekte bzw. valide Planung ausgeführt werden kann. Und hier hilft uns die Möglichkeiten im Web-UI, helfen uns da irrsinnig, auf korrekte und gute Stammdatenqualität setzen zu können. Und wie schon vorher erwähnt, bewegen wir uns in Versionen in Bezug auf unsere drei Teilprozesse, aber auch Versionen in Bezug auf Möglichkeiten, mal zu simulieren beziehungsweise andere Planungsgegebenheiten zu überprüfen und vielleicht zu übernehmen, jetzt aufgrund zum Beispiel von Corona. Gut, dann würde ich wieder übergeben an den Lars. Er wird uns etwas über den Projektansatz erzählen. Lars, bitte. Vielen Dank, Philipp. Also, wenn wir implementieren, haben wir 4 kritischen Erfolgsfaktoren. Nummer 1 ist, wir krabbeln zuerst, dann gehen wir und dann rennen wir. Das heißt, wir versuchen so schnell wie möglich mit dem System zu arbeiten, mit den Produktivdaten zu arbeiten und in parallel anfangen zu planen, dass wir einfach den Plan, das wir bekommen, verifizieren können und tatsächlich auch das gegen das jetzige System vergleichen können, dass man auch die potenziellen Unterschiede wirklich versteht, speziell auf aggregierter Ebene. Ich glaube, wichtig ist auch, dass wir den agilen Ansatz gewählt haben. Das heißt, wir sind nicht auf den sogenannten Wasserfallansatz, wo wir zuerst alles dokumentiert haben und dann alles implementiert haben und dann alles getestet haben. Das heißt, wir haben eine Vorbereitungsphase gehabt, wo wir alles durchgespielt haben, versucht zu dokumentieren, aber dementsprechend danach haben wir dann auch sogenannte Sprints, wo wir zuerst fokussiert das normale Prognose, die normalen Budget und Sales Forecasting reinzubekommen und danach sind wir dann auf die Planungsstücklisten und dann auf die Projekte gegangen, einen nach dem anderen, aber nicht versucht, alles auf einmal zu machen. Ja. Wichtig ist, dass man fortlaufen das Ganze, die Lösung besser macht. Für uns ist der dritte Erfolgsfaktor, ist, dass wir die Fachabteilung mit im Boot, sofort mit im Boot. Das heißt, wir wollen nicht nur mit der IT oder IT-Abteilung beim Kunden als Sprachrohr nutzen. Wir müssen von vorne an die Fachabteilung mit reinbekommen, auch natürlich, um deren Buy-in zu bekommen, aber auch, dass sie wirklich verstehen, wie wir das System nutzen können. Ansonsten ist der Gefahr, dass wir so eine 1-zu-1-Lösung vom vorigen Ansatz auch im System. Und natürlich sofort nicht nur das System zeigen, aber auch, dass die Fachabteilung so schnell wie möglich auf dem System mitmacht, auf dem System arbeiten, die Daten zu verifizieren, nicht auf irgendwelche Excel-Spreadsheet mit Listen oder sowas, aber wirklich auf dem System arbeiten. Dadurch kommt man einfach viel schneller voran, wird viel heimischer mit dem System und versteht tatsächlich auch, wie das System funktioniert. Philipp, vielleicht ein paar Kommentare von deiner Seite. Vielen Dank, Lars.
Vielleicht noch ein, zwei ergänzende Kommentare. Wir haben am Anfang vom Projekt war das ein bisschen ungreifbar mit dieser Methode für uns, aber am Ende müssen wir jetzt sagen, es war absolut der richtige Weg, weil wir auch gemerkt haben, dass wir das Produkt oder das Tool so nicht kannten und nicht kennen und die Möglichkeiten auch noch gar nicht gekannt haben. Und somit war es total wertvoll, auch im agilen Ansatz dann mit dem Produkt quasi zu wachsen und dann auch auf Anforderungen noch drauf zu kommen, weil, wie gesagt, man hat am Anfang noch nicht dieses Gefühl, was bietet dieses Produkt wirklich und welche Möglichkeiten sind da. Und da hat man im Verlauf vom Projekt dann sehr viel gesehen und man konnte dann trotzdem noch darauf reagieren, weil eben nicht am Anfang Blueprint geschrieben wurde, der dann abgesegnet wurde, quasi dann so durchexerziert wurde, sondern weil man eben noch offen war und auf Anforderungen beziehungsweise vielleicht auch Änderungen der Anforderungen aufgrund von Möglichkeiten dann reagieren konnte. Dann noch ein paar Worte zu den Lessons Learned. Da war es eigentlich so, dass wir gemerkt haben, dass trotzdem, obwohl wir die, oder auch darum, weil wir die agile Projektmanagement-Methode gewählt haben, trotzdem es sehr wichtig ist, dass die Anforderungen klar und deutlich formuliert sind. Und da kann man eigentlich nur sagen, umso genauer, umso besser. Dann war eine Testphase, die war zwar geplant, die war von Anfang an schon etwas knackig oder sehr knackig geplant, aber aufgrund von gewissen Umständen, auch Corona, hatten wir leider etwas weniger Zeit und das ist sicher etwas, was man nicht unterschätzen darf und was man von Anfang an auch etwas großzügig einplanen sollte, dass man eben die Chance hat, mit Produktivdaten zu testen, weil das vor allem auch damit zu tun hat, Vertrauen vom Tool beim Fachbereich zu erwirken. Dann von Anfang an natürlich das Commitment vom Fachbereich muss da sein, wenn der Fachbereich den Sinn oder die Möglichkeiten vom Tool nicht als positiv empfindet, dann hat man wenig Chance auch bei der Implementierung von so einem Produkt beziehungsweise bei der Umsetzung so eines Projektes. Dann die Integration ist ein heißes Thema, um es so zu sagen. Das ist sehr, sehr wichtig und wurde auch von uns vielleicht oder von Hirschmann-Seiten etwas am Anfang etwas unterschätzt. Da ist einfach ganz wichtig, dass man das von Anfang an ganz klar mit dem Projektverlauf, mit den einzelnen Sprints, wie wir sie genannt haben in unserer Projektmethode, quasi parallelisiert und dementsprechend auch mitzieht und da nicht ins Hintertreffen gerät und quasi die Integration auf langer Strecke lässt. Das ist nicht gut, weil man am Ende des Tages dann nur falsche Daten im System hat und wieder ein Problem mit Vertrauen hat. Ganz wichtig waren auch wöchentliche Sure-Fix, die in Bezug auf technische Fragen, aber auch in Bezug zu Prozessfragen abgehalten wurden. Und das war auch meine Aufgabe als Projektleiter, das dann am Ende des Tages wieder zusammenzuführen und die richtigen Schlüsse bzw. Aktionen zu setzen. Man sollte nicht versuchen, ein altes Tool in IBP quasi reinzukriegen oder reinzupressen, wenn man es so sagen will, weil es einfach nicht sinnvoll ist, weil man auch drauf kommt, dass IBP viel mehr kann und die Möglichkeiten einfach ganz andere sind. Und auch wir mussten da vielleicht ein, zwei Schleifen drehen, aber nach der zweiten Schleife haben wir dann auch gesehen, okay, es ist sinnvoll, wenn wir was ändern in unserem Tool. Und wir haben ja die Möglichkeiten jetzt mit dem neuen Tool, das anders zu machen und auch schneller, besser, effizienter zu machen. Als letzten Punkt die Kommunikation. Diese auf einem Kanal zu führen, war ganz wichtig. Wir haben das Projektmanagement-Tool Jira verwendet. Vorteil war, die Vesta nachher verwendet das auch. Und somit haben wir da immer einen sehr guten Austausch beziehungsweise sehr gute Plattform für den Austausch in Bezug auf einzelne Aufgaben gehabt und konnten die dementsprechend mit einem dahinterliegenden Workflow gut abarbeiten. Dann vielleicht noch ein kurzer Ausblick.
bei Hirschmann allgemein auf die Digitalisierung umgelegt. Da geht es mir jetzt eigentlich primär mehr um quasi den gelben Bogen, den wir da sehen, Digital Supply Chain. Wir haben jetzt eben den Anfang mit unserem Sales Planning Projekt in IBP gemacht, im IBP-Umfeld, und wir wollen uns da auch in Zukunft, in mittlerer Zukunft, sage ich, weiterentwickeln und auch über ein Operations Planning bzw. Demand Planning nachdenken. Allgemein natürlich digitalisieren, das Schlagwort auch für Hirschmann in der Stunde, und ich denke, das beschäftigt nicht nur Hirschmann, sondern jedes Unternehmen, das sich im Moment in einem hochdynamischen Markt befindet. An dieser Stelle würde ich sagen, vielen Dank. Das war es von meiner Seite. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank auch an den Lars Sondergaard von der Westernacher für die Unterstützung, und wünsche in dem Sinne noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.